Okay, auf den Fallos-Fahrstuhl gedrückt und auf nach oben. Wir haben noch gar keine Items gefunden, sehe ich gerade. Dann schauen wir mal. Da haben wir wieder den Vogel. Und Harris ist nicht mehr da. Oder Harris. Ach, da ist er ja. Professor! Der Junge, der die Turmuhrmorde überlebt hat. Er ist jetzt hier. Oh, ist er schon eingetrudelt? Ja, er wartet im Therapiezimmer. Nein, ich will nicht. Okay, können wir ihm eine drüber zimmern mit dem Ding? Oh, stimmt ja. Ich wollte ja immer noch die Meinung eines Experten zu der Statue befragen. Ich sollte mich mal mit Professor Sullivan unterhalten. Dem Bibliothekar der Bibliothek macht Sinn. Der Bibliothekar der Bibliothek, okay. Ja, aber es gab da im Anwesen der Barrows diesen alten Butler namens Rick. Wann? Was? Ich werde sie erstmal ihm zeigen, um zu sehen, ob er damit etwas anfangen kann. Wann gab's da einen Butler? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwo in einem Vorort wohnt. Ich könnte Harris bitten, sie ihm zu zeigen. Harris bitten, ja oder nein? Nö, wir wollen mit Professor Barton weitermachen. Na gut. Dann bitte ich eben Professor Sullivan von der Stadtbücherei, mal einen Blick darauf zu werfen. Okay, das wäre erledigt. Ich sollte mal ins Therapiezimmer gehen. Wann gab's dann Butler? Also, als die Jennifer da war mit ihren Freunden, ja sicherlich nicht, oder doch? Gab's da schon die ganze Zeit einen Butler und der war dann einfach nur in seinem Zimmer und dachte sich so, ja, da drauf geschissen, dafür kriege ich kein Geld. Ist mir egal, ob da Leute sterben. Wann gab's da einen Butler? Ich bin so verwirrt gerade. Ist das Mary? Oh Gott, der hat sogar noch diese Uniform an. Ist das furchtbar? Vielen Dank, dass Sie sich herbemüht haben. Nett, Sie kennenzulernen. Kay. Ich bin Lehrerin im Granite-Waisenhaus. Das ist übrigens auch das Waisenhaus von der Jenny. Ich bin Edwards Vormund. Edward? Ich dachte, er hätte durch den Schock bei diesem Verbrechen sein Gedächtnis vollständig verloren. Konnte er sich denn doch noch an seinen Namen erinnern? Nein, ich nenne ihn einfach Edward. Weil es etwas schwierig ist im Leben, wenn man keinen Namen hat. So, ich möchte gehen. Es ist mir auch nicht so geheuer, wenn die Schere hier im Hintergrund ist. Das ist wirklich ein bisschen gruselig. Also, weil das unser erster Tag zusammen ist. Würdest du mir denn bitte ein paar Fragen beantworten? Alles klar, Edward? Also ich möchte, dass du mir ganz ehrlich alles beantwortest und erzählst, woran du dich erinnern kannst. Ja klar. Ja, ich habe dann einfach mal vier Mädels mit einer Schere getötet und dann bin ich ein Turmo runtergefallen. Ende. Und jetzt bin ich hier. In Ordnung. Dann wollen wir mal loslegen. Ah, okay. Haben wir schon ein Kapitel abgeschlossen? Okay, wir haben natürlich keine Memory Card drin, weil ich mit einem Emulator spiele. Ich speichere einmal so. Und dann machen wir einmal weiter. Ah, jetzt sind wir Jennifer. Helen ist noch nicht zu Hause. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen aus. Wo soll ich hingehen? Schauen wir doch mal. Das Ossauer Wochenblatt.
Oder ein Hotel? Stadtbücherei? Uni-Forschungslabore oder Mitarbeiterwohnheim? Ich weiß nicht, gehen wir zum Osloer Wochenblatt? Wenn ich zur Redaktion ginge, würde ich nur von neugierigen Reportern gejagt werden. Okay. Ins Hotel? Oh, stimmt ja. Edward soll da ja wohnen. Was für eine Art von Junge er wohl ist? Ja. Gute Frage. Hotel International? Ist das Edward? Okay, kriegen wir keine Antwort. Achso, das hat sie sich selbst gefragt. Sind Sie vielleicht Jennifer? Ja, ich heiße Jennifer. Das dachte ich mir. Ich habe ihr Gesicht erkannt. Ihr Foto war ja in allen Nachrichten und Zeitungen. Oh, ich heiße Kay. Oder Kai. Ich bin Lehrerin am Granite-Waisenhaus. Am Granite-Waisenhaus? Ja, aber ich habe da erst angefangen, als sie schon weg waren. Trau keinen Blondinen in diesem Spiel. Die sind alle verflucht. Alle Blondinen in diesem Spiel sind verflucht. Ich sag euch das. Ist das? Ja, das ist Edward. Sag guten Tag, Edward. Guten Tag. Hallo, Edward. Wie geht es dir? Warum antworten die uns nicht? Warum müssen wir die immer erst anklicken? Jennifer. Edward hat durch den Schock bei dem Verbrechen sein Gedächtnis verloren. Ja, habe ich gehört. Sie waren doch auch darin verwickelt, oder? Vielleicht hilft es seinem Gedächtnis auf die Sprünge, mal mit ihnen zu reden. Wo soll der gewesen sein? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich hatte gehofft, sie würden Edward einmal besuchen kommen. Bitte. Ja, das mache ich gerne. Ich komme so oft ich kann. Nein. Das ist toll, Jenny. Herzlichen Glückwunsch. Aber nee, wir gehen nicht zu dem. Ich möchte das wirklich nicht. Also, ich muss wieder los. Oh, tut mir leid. Ich wollte sie nicht aufhalten. Bis bald, Edward. Bye bye. Ganz ehrlich, was soll er denn für eine Rolle da spielen? Also er kann ja nur der Scissorman sein. Es gab da ja keine anderen Kinder. Das macht irgendwie keinen Sinn. Dass Jenny sich das aber auch selber nicht fragt. Die Stadtbücherei? Herr Dens Mentor, Herr Sullivan ist da. Der Bibliothekar aus der Bibliothek. Schauen wir mal, ob er da ist. Oh Mensch, das ist aber eine schöne Bücherei. Die hat auch so einen schönen Clock Tower. Da können wir bestimmt einen kleinen Jungen runterschmeißen. Hallo Jennifer. Willst du dir ein Buch ausleihen? Herr Sullivan. Du siehst wieder mal absolut niedlich aus. Okay, wir sind 15 oder 16. Chill. Paar wieder runter, okay? Wie geht es Helen? Gut, aber sie hatte in letzter Zeit ziemlich viel zu tun. Ich verstehe. Ach, übrigens. Meine Sammlung ist wieder gewachsen. Was denn für eine Sammlung? Willst du mal sehen? Kommt drauf an. Was ist das denn für eine Sammlung? Es ist eine Sammlung von ziemlichem archäologischem Wert. Nein, danke. Das würde lange dauern. Wiedersehen, Herr Sullivan. Ja, archäologische Funde. Mhm. Naja, kannst jederzeit reinschauen. Wollt uns wahrscheinlich seine Peitschensammlung oder irgendwas zeigen. Ich sag euch das. Ganz ehrlich, wir sind 15 oder 16. Warum ist der so? Finde ich voll merkwürdig. Wir wohnen hier, glaube ich, im Mitarbeiterwohnheim. Oder? Ja, weil da wohnt ja die Helen. Genau.
Dann können wir eigentlich nur in die Uni, oder? Nochmal. Ich gehe Helen besuchen. Sie sollte immer noch in ihrem Labor sein. Mir lässt das keine Ruhe. Wer soll denn der kleine Junge sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, hallo Jennifer. Was gibt es? Ach, eigentlich nichts. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Gnomanda. Helen? Klimaanlage. Keine Ahnung, nochmal Helen? Also, ich schätze, bei mir wird es heute später. Ist schon mal ohne mich. Hast du so viel zu tun? Meine Festplatte ist abgestürzt. Und ich habe alle Daten verloren. Ich muss sie heute Nacht wieder hinbekommen. Oh, ich verstehe. Leg den Schlüssel bitte an dieselbe Stelle wie immer. Geht klar und viel Glück, Helen. Und wo gehen wir jetzt hin? Jetzt haben wir ja nicht mehr so viele Möglichkeiten. Einfach nach Hause, oder? Wir gehen mal nach Hause. Hä? Da ist jemand vorm Haus. Oh, das ist... Bitte nicht, Edward. Oh Mann, ey. Ach, hallo, Mensch. Herr Kempel, was machen Sie denn hier in meinem Schlafzimmer mit meinen Backstreet Boys Postern? Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, Sie sind doch der Reporter, der gestern in die Uni gekommen ist, oder? Ich sammle jetzt schon seit einiger Zeit Informationen über die Tormo-Morde. Obwohl das so ein riesiger Fall ist, hat man doch nur sehr wenige Körnchen Wahrheit rausgefunden. Das kann ich als Reporter einfach nicht so hinnehmen. Ja, ja, die Wahrheit. Und ich interessiere mich auch für dich, Jennifer. Ja, geh mal weg jetzt hier aus unserem Schlafzimmer. Ich hau ihn nochmal auf den Arsch. Hey, was hältst du davon, heute Abend mit mir essen zu gehen? Nein? Es ist egal, was du mir erzählst. Hauptsache, du redest mit mir. Willst du jetzt ein Interview? Oder eine Verabredung? Naja, also... Genau, beides. Ja, beides. Sowohl ein Interview, als auch eine Verabredung. Na dann? Dann lass uns doch gehen. Was, dann geht sie einfach mit, wirklich? Sie geht jetzt einfach mit? Mit irgendeinem fremden Mann, der vor ihrem Haus aufgetaucht ist? What? Es ist schon sehr spät. Da-di-da-di-da. Jemand verfolgt mich. Deswegen gehe ich. Ich mache Nordic Walking. Please, someone help me. Bitte, helfen Sie mir doch. Hilfe! Wer verfolgt uns denn? Ich sehe gerade keinen. Der ist wahrscheinlich noch langsamer als wir. Ja, ja, ich gehe, weil ich verfolgt werde. Oh, ist das ein Friedhof? Da sollte ich hingehen. Ja, komm, geh rein da. Ah, jetzt läuft sie. Ich verstehe. Ja, moin. What's wrong? Was ist denn los? Help. Someone is following me. Hilfe, ich werde verfolgt. Some kind of weirdo? Machst du die Tür zu, oder? Wie geil war gerade der Wachmann von irgendeinem Perversen? Wo gehen wir denn rein?
Oh, nicht schon wieder. Oh. Aber wenigstens läuft die Jennifer jetzt. Können wir uns da in so einem Karton verstecken? Hinein! Die sind nicht im Karton! Diese Logik immer. Ha, es gibt nur einen Ort, an dem sie sich verstecken könnte, aber an diesem Ort schaue ich nicht nach. Was zum Geier? Warum ist der jetzt schon hier? Was soll das? Und wer hat sie dann verfolgt? Also der kann sie ja nicht von hinten verfolgen und dann von vorne aus der Uni rauskommen, oder? Ich will etwas, womit ich mich verteidigen kann. Dein Verstand ist seine schärfste Waffe, Jennifer. Und vielleicht ein Dreizack, wenn wir ihn finden. Bis zum Rand voller Papiere mit komplizierten Kurven und Tabellen. Was ist denn das hier? Sie haben Hinweis Nummer 2. Oh, toll. Diesmal haben wir sogar in der richtigen Reihenfolge was entdeckt. Das ist doch unglaublich, oder? Das ist schon mal ein Fortschritt für diesen Kanal. Was haben wir hier noch? Da stehen ein paar Werkzeuge rum, aber nichts wirklich Hilfreiches. Aber das hier könnte vielleicht nützlich sein. Ein Ölkännchen. Okay. Haben wir da noch was? Ein Ölkännchen. Da müssen Krümel liegen oder etwas Ähnliches, denn die Ecken ist voller Ameisen. Da hat er sich versteckt. Der hat sich... Ja, so war das. Der Scissorman hat sich hier per FedEx herliefern lassen und hat da drin seine Kekse gefressen. Und dann ist er hier einfach ausgehüpft. Easy. Rätsel gelöst. Aber ist Edward jetzt der Scissorman? Der ist viel zu groß für Edward, oder? Abgeschlossen. Vielleicht ist das aber auch nur so ein Trittbrettfahrer, oder? Ist es der Journalist? Keine Ahnung. Weil der dann Geweide hat und eine Story oder so braucht. Oder es ist Professor Broughton. Es ist bestimmt Professor Broughton. Oder der geheimnisvolle Butler. Kann aber nur irgendein Erwachsener sein. In diesem Raum scheint das Labor zu sein, aber die Tür ist verschlossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Haddons Labor im ersten Stock ist. In welchem sind wir jetzt? Im Erdgeschoss, ne? Macht ja Sinn. Entschuldigung. Kleiner Logikfehler. Da haben wir ein Treppenhaus. Wir können aufs Männerklo. Das ist ja unglaublich. Können wir unsere Hand in die Toilette stecken? Sie hat Blut an den Händen. Aber warum? Warum haben wir Blut an den Händen? Ich verstecke mich im Pissoir. Ich bin ein Urinstein. Bestes Versteck überhaupt. Es gibt keine Anzeichen, dass Scissorman sich hier verstecken könnte. Dann gehen wir weiter. Wie Zeit diese Frau auch hat. Ach ja, so eilig habe ich es nicht, ne? Ganz in Ruhe, Jenny, ganz in Ruhe. Ah. Okay, wir müssen zweimal klicken zum Laufen. Der sieht von hinten schon so grün aus. Na, dem wird's nicht gut gehen. Hallo! Excuse me. Ja, so viel dazu. Was haben wir hier? Hier haben wir ein Apparillo. Warum ist die Musik gerade so spannend? Was hast du gemacht, Jennifer? Das war richtig gruselig. Ja, das war gruselig. Da haben wir noch, ich weiß nicht, etwas Grünes. Oh oh. Die Leitung ist tot. Okay, da haben wir auch noch irgendwas auf dem Tisch. Können wir dir irgendwas abziehen? Nichts. Okay, dann haben wir
Auf dem Tisch? Auf dem Tisch liegt ein Schlüssel. Was ist denn das? Sie haben jetzt den Notfallschlüssel. Okay, kommen wir dann aus dem Notausgang? Haben wir schon einen gesehen? Da haben wir noch eine Decke. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, was das ist. Da interagiert sie auch nicht mit. Okay, das ist nur ein Sofa mit einem Bettlaken. Oh nein, jemand hat den Klappstuhl umgeschmissen. Oh, der arme Klappstuhl. Was ist hier wohl passiert? Der Stuhl ist umgekippt. Wir gehen mal. Oh, wo gehst du? Oh, wo geht sie hin? Nein, lauf! 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 Geh raus! Ich hoffe, der ist jetzt nicht direkt vor der Tür. Oh, er ist direkt vor der Tür. Ich muss hier raus! Nicht gehen! Laufen! Geh raus! Nein, der Panikknopf! Den Panikknopf gibt es hier übrigens auch wieder. Wie der da liegt, wie so eine umgeworfene Kakerlake. Komm, geh da hoch! Oder lauf! Lauf! Jenny! Jenny, lauf! Meine Güte! Noch eine Etage höher. Gehen wir zu Helen. Die ist bestimmt am Leben. Die ist bestimmt noch nicht tot. Los! Jennifer, ich schwör bei Gott. Lauf! Was ist das hier für eine Tür? Hm? Da haben wir Chuck die Pflanze. Na endlich. Können wir uns da drunter verstecken? Man sieht den Ellenbogen auch Gott sei Dank gar nicht. Der ist schon so ein bisschen faul. Und dumm. Vor allen Dingen ist er dumm. In dem Regal stehen akademische Fachblätter. Die sehen aber irgendwie langweilig aus. Und wir haben gerade keine Zeit zum Lesen. Das sieht alles nicht sehr hilfreich aus. Dann gehen wir mal durch die Tür. Ich frag jetzt mal nicht, wie er da hingekommen ist. Hä? Wie ist der da hingekommen? Er ist ein Magier. Jenny, lass dir Zeit. Kein Ding. Ganz ruhig. Diese Frau. Lauf!